Gut. Wie viel braucht man, um Festung einen Monat zu ernähren? Sagen wir 20.000 Einwohner. Also um Festung einen Tag zu ernähren, nur mit Reis, kostet das sind 10 Tonnen Reis. Also, ach mal, Okay. einmal deine Rechnung, damit das für alle nachvollziehbar ist. Jo, alles klar. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es 2 Dukaten oder 2 Silber pro Sack waren, aber 2 Silber kommt mir irgendwie logischer vor. Wo ich das dann reingeschrieben? Perlenwacht? Ja, komm schon. Also, ich habe ja mit meinen 200 Dukaten gerechnet. Die 200 Dukaten hätte ich dann, wenn ein Sack Reis 100 Kilo wiegt und 2 Silber kostet, 10 Tonnen kaufen können. Dann habe ich gegoogelt, wie viel Reis man für ein Haupt, also wie viel Reis man braucht, um mit einer Mahlzeit satt zu werden. Das waren dann irgendwie so 180 Gramm oder so. Und dann hat Jan ausgerechnet, wie viel wie das pro Tag wäre für 300, nee, für 30.000 Leute. Da sind wir auf einen Tag und einen halben oder so gekommen. 10 Tonnen Reis kriegt man dann genau einen Tag Gesamtfestum satt. Sagen wir es mal so, um Festum etwa eine Woche zu ernähren, braucht man 1000 Dukaten. Und genügend Reis. Und genug Reis. Genau, also ihr kauft dann Reis im Gegenwert von 1000 Dukaten und das würde reichen, um Festum eine Woche zu ernähren. Und zwar Gesamtfestum mit den 36.000 Einwohnern. Heutzutage, also in unserem Zeitpunkt hier 28.000. 28, okay. Inklusive Goblins und Maraskaner. Ja, und jetzt könntet ihr euch eben überlegen, wie viel Tonnen Reis ihr kauft. Nun hat jemand etwas dagegen, einen Anteil unseres Gewinns dafür zu investieren, den Menschen in Festum ein wenig aus ihrer Qual herauszuhelfen. Nein. Kein Problem damit. Festum hungert, samt und sonders. Die Reichen, die Händler, auch ein Blick auf diesen Styropan-Vertreter hier. Die Händler und die Stadträte sind relativ gut ernährt, aber der Rest nagt am Hungertuch. Ich habe gehört, dass die Goblins wohl schon angefangen haben, die Ratten zu fressen, statt sie nur zu fangen. Aber vielleicht tun sie das auch immer. Dann sollten wir es also unter göttlichen Auftrag nehmen, Festum mit Nahrung zu versorgen. Und das können wir alleine nicht. Vor allem können wir es uns alleine nicht leisten, Zumindest aber. können wir die ersten 2 Wochen übernehmen. Mit einem guten Beispiel vorangehen. Ganz recht. Wir können Ihnen Zeit verschaffen, bis die nächste Nahrungslieferung sich einen Weg durch die blutige See bahnen kann. Vielleicht, und auch nur vielleicht, ist die blutige See in 2 Wochen sehr viel friedlicher, als sie es heute noch ist. Wenn wir Erfolg haben. Wie viel Reis kann die Safranfass überhaupt fassen? Also wie viel Reis passt in unser Schiff überhaupt rein? Das für eine Davon Lage. fast ist ja egal, da fahren wir einfach nur kurz zurück zur Dämonenarche, geben da das ab und fahren da nochmal. Aber dauert das nicht relativ lange sogar? Ich dachte, das dauert irgendwie so einen halben Tag, bis wir da ankommen. Ja, also mittlerweile das große Problem sind dann nicht so sehr die Safranfass, das ist natürlich ein begrenzender Faktor, aber der Laderaum an Bord der Dämonenarche ist einfach gigantisch groß und dementsprechend sollte dann mit diesem Schiff das Transportieren von Reis kein Problem sein. Wenn ihr jetzt natürlich sowas wie eine kleine Kogge oder sowas habt, dann müsste man natürlich dann genau den Laderaum sich ansehen und schauen, wie viel fasst so eine Kogge und aber okay, ihr habt jetzt eben eine Dämonenarche und da sind die Faktoren einfach komplett anders. Erstens, wir haben keine Safranfass und zweitens wäre es nicht sehr verdächtig, wenn wir immer wieder Reis kaufen, dann für einen halben Tag verschwenden und dann wieder mit leeren Raum auftauchen oder entsprechend in Festung auftauchen mit einem vollen Laderaum, dann kurz verschwinden und wieder auftauchen. Würde auch keinen interessieren. Ich meine, die wichtigen Leute wissen, dass wir auf einer Dämonenarche unterwegs sind. Das lässt sich sicherlich auch mit Störerbrand aushandeln, dass er den Transport von hier bis zur Perlenwacht übernimmt. Aber bisher weiß es noch niemand. Das weiß niemand und Nemrod ich weiß will eigentlich auch es. nicht, dass viele Leute davon erfahren. Rudan von Mendena weiß es. Und die Stadträte von Festum wissen es. Und natürlich weiß Hafax es. Aber man Es kann auch gibt in mit. Festung sicher mehr Leute, die gerne davon erfahren würden und uns einen Strick draus drehen würden. Wir können damit über Dämonenarche über Land wandern, oder? Wenn wir in der Nähe von Festum einen Tag entfernt irgendwie über Land wandern, dort diesen Sack Reis oder diese Säcke Reis entladen,
an Land und dann wieder zurückgehen. Und jemand bewacht dann diese Ladung Reis. Und wir schicken dann Boten nach Festum, die sollen uns da und da abholen. Und wir können auch selbst nach Festum reiten und sagen, sie sollen uns da so. Und da abholen. Genau, also sollte eigentlich kein Problem sein. Ihr müsst aber vorsichtig sein, wenn wir mit so viel Nahrung in eine hungernde Stadt vorrücken, dann wird das zu Aufständen führen. Deswegen haben wir genug für alle. Das wissen die Leute ja nicht. Nun, dann nehmen wir besser ein paar Söldner mit, die für Ruhe sorgen. Wann wart ihr das letzte Mal in Festung? 3 Wochen. 4 Wochen vielleicht. Wenn die Stadt seit 4 Wochen wirklich hungert, dann... Die Stadt hungert schon länger als 4 Wochen. Mach ich mir Sorgen, dass unsere Söldner vielleicht nicht ausreichen werden. Du meinst, was davon über ist? Richtig. Nun, wir werden uns nicht davon abbringen, den Hungernden auszuhelfen, nur weil wir ein paar Aufstände fürchten. Ich meine nur, vielleicht könnten wir unsere Söldnerbanner wieder auffüllen, bevor wir uns... Da wir eh gerade in Kunchon sind, können wir die Söldnerbanner doch auch wieder auffüllen. Ich glaube sowieso, dass wir sie bald brauchen werden. Ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist, wie viele gute Männer sich noch beschaffen lassen. Aber ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich würde inzwischen sogar nicht so gute Männer nehmen. Ich glaube, bald werden wir jeden Mann brauchen, der auch nur einen Speer halten kann. Oder einen Bogen? Oder einen Bogen. Oder ein Dolch, ein Messer. Was auch immer wir bekommen können. Ömer, wollt ihr denn mitkommen? Ja, ich will Abenteuer erleben. Könnt ihr denn mit einem Bogen umgehen? Ja, ich glaube schon. Seid ihr bereit, für diese Mission auch euer Leben zu lassen, wenn nötig? Seid ihr bereit, für diese Mission euer Seelenheil aufs Spiel zu setzen, wenn nötig? Ah, der Herr Fix wird mein Seelenheil schon retten. Und den Rest muss ich selber dazu steuern. Habt ihr schon mal ein Schwert gehalten? In der Hand gehalten? Nein. Die Dinger sind so gerade. Ich mag sie eher krumm. Säbel. Oder ein Säbel in diesem Fall dann. Ja. Ein wenig Glück habe ich schon, aber ich würde mich nicht als jemanden bezeichnen, der gut kämpfen kann. Mit einem Säbel. Sei es drum. Das Schießen bringen sie ihm schon bei. Das Schießen bringe ich ihm selber bei, wenn es sein muss. Vielleicht könnten wir auch aus Kunchom einige Kräfte zusammenziehen. Ich weiß nicht, wie gut seid ihr mit der örtlichen Stadtregierung? Habt ihr da gute Verbindungen? Oder ich nicht? Denke, sie hat mehr Gefallen an Achmat gefunden. Dann sollten wir ihn schicken. Wo ist er eigentlich? Ihr habt recht. Wir haben doch noch im Bad gesehen. Der ist zuletzt aus dem Bad herausgelaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, er wollte zum Feuersturmtempel. Na großartig, wenn er wieder sein Gedächtnis verliert, werde ich ihm nichts erklären. Wenn er bis morgen früh nicht wieder da ist, suchen wir ihn. Ömer, habt ihr Verbindungen zu irgendwelchen Söldnerhaufen in der Stadt? Kennt ihr welche, die Leute kennen, die andere Leute kennen? Nein, ich kenne nur hier vorne gleich um die Ecke, ist das Söldner selber. Eine Taverna, da sind häufig Söldner. Aber ich weiß nicht, wie gut die sind. Das sind häufig Söldner, ist ein rauer Umgangston. Ah, da kann ich auch zum Chortempel gehen. Da weiß man wenigstens, woran man ist. Wir sollten am besten versuchen, gleich ganze Banner anzuheuern. Ich meine, wenn wirklich unser Plan ist, was ich glaube, was unser Plan ist, werden wir sie wirklich sehr bald brauchen. Und dann wird jedes Schwert nützlich sein. Vielleicht sollten wir auch wieder versuchen, einen Chorgeweihten zu rekrutieren für die Moral der Männer. Nicht, dass ich an Achmar zweifle, aber ich glaube, die hier ansässigen Söldner dürften alle chorgläubig sein. Mit einem Geweih in ihrem Rücken sollte ihre Moral ein ganzes Stück nach vorne gehen. Was wichtig werden könnte, glaube ich. Mit einem Chorgeweih im Rücken geht jeder ein ganzes Stück nach vorne. Deswegen brauchen wir sie ja. Vielleicht sollte dieser Chorgeweih nicht ganz so verrückt sein. Blutschluck hat er mir ja sogar aus dem Tempel geworfen. Ich versichere euch, die meisten von denen sind nicht so wahnsinnig. Und während ihr euch gerade darüber unterhaltet, wie man an neue Söldner kommt, kann Achmat gerade erkennen, wie wohl eine der Zellentüren geöffnet wird und zwei der Stadtwachen, drei weitere jetzt in eine der Zellen stoßen, beziehungsweise zwei in eine, dann wird deine Tür aufgemacht und ein weiterer Mann fliegt in hohem Bogen in eine Zelle, das Ganze wird wieder zugeworfen und
Du bist wieder alleine. Die Stadtwachen schauen so ein bisschen nochmal den anderen beiden hinterher, die jetzt ein bisschen gegenüber sitzen, drehen sich dann aber um. Und du wirst auch so ein bisschen klarer, wieder dieser Rausch von dieser maraskanischen Gurke ist abgeklungen. Deine Klugheit regeneriert sich wieder etwas und deine Körperkraft, dein Tatendrang sinkt wieder etwas. Kurz nochmal Revue passierend. Ich möchte noch erwähnt haben, als ich da eingesperrt worden bin, möchte ich gesagt haben, das ist ja gar nicht der Feuersturmtempel. Okay. Ja, die Person vor dir auf dem Boden krümmt sich so ein bisschen, hält sich so ein bisschen den Bauch. Oh, mein Bauch. Oh, mein Bauch. Ah. Geht nicht gut. Ich beug mich mal zu ihm runter. Ja, ist das nicht Potro? Kennst ihr nur flüchtig, aber es ist doch einer der Söldner, immer vom Bund des Schwarzen Korps, der bei euch normalerweise im... Naja, normalerweise sitzt der unten bei euch im Kontor. Ah, Potro, was machst du denn hier? Oh, Ihre Gnaden. Nackt? Ja. Ich hab mich, geprügelt. Oh, mein Bauch. Geprügelt, oh, mein Bauch. Wen? Mit den beiden da drüben. Oh. Keine Ahnung, die haben angefangen. Ich habe ihnen das Bein gebrochen, die Arme und haben einfach nicht locker gelassen. Sie sind einfach komplett ausgerastet. Oh, mein Bauch. Voll in die Magenkuhle. Oh. Ja, der soll mal leise heulen. Ich schau mal da links von mir oder rechts von mir, wo auch mal die beiden anderen liegen. Völligerweise irgendwelche schwarzen Male im Gesicht haben. Ja, würfel doch mal Sinnschärfeprobe. Musst du einfach auch über die andere Zellenebene schauen, durch die Gitter. Schaust du mal nach. Ich sehe nichts. Allerdings auf den ersten Blick nichts dazu erkennen. Es sind auf alle Fälle zwei Seemänner. Der eine hat ein bisschen spitze Ohren, könnte ein Elf sein oder ein Halbelf, beziehungsweise wie man sie bei dir nennt, ein Djinn. Liegen wohl bewusstlos am Boden und rühren sich nicht, im Gegensatz zu Potro. Die haben wohl einiges mehr gekämpft, beziehungsweise bis zur letzter Konsequenz. Ja, ich würde... Oh, mein Bauch! Oh. Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal die Wachen rufen. Hey, Wachmann! Wache! Ja, Typ in Pluderhose, typischer Kundchomer, kommt dann auch an, stellt sich vor deinem Käfig auf, rückt sich nochmal den Helm ein bisschen zurecht. Ja, gut. Schauen wir mal, was drüben im Zeughaus passiert. Ja, da wohl gerade die Anwerbung von dem kleinen Ömer, wie auch immer man ihn benutzen kann, aber zumindest hat er Lust auf Abenteuer. Motivierte Söldner sind immer gut zu haben. Seid ihr sicher, dass ihr jemanden mitnehmen wollt, der gar nicht kämpfen kann? Wir haben genug solche Leute an Bord. Wir haben gerade noch festgestellt, dass wir jeden brauchen können, der einen Bogen halten kann. Ja, aber ich hätte lieber jemanden, der wirklich einen Bogen halten kann. Wenn ihr versteht, wir haben wirklich genug Leute, die wir bezahlen und die absolut nichts können. Junge, kannst du noch irgendwas außer Bogen schießen? Ja, ich kann Segel flicken, ich kann den Smoothie machen, wenn das machen muss. Ich stehe den Leuten auf dem Schiff eigentlich im Weg rum. Ich weiß ungefähr, wo ich nicht zu stehen habe mittlerweile. Ja. Das ist gut. Wenn sein Ragnar nicht mehr da ist, sind die Smoothies an Bord außer Rand und Band. Vielleicht kann dir ja jemand wieder in die Reihe bringen. Natürlich. In der Kombüse bin ich bestimmt eine viel größere Hilfe als mit der Waffe. Siehst du, Kiras? Ich schaue dich nur mit einem total gelangweilten Blick an und wenn das schief geht, werde ich dir damit noch ewig in den Ohren hängen, das weißt du, oder? Kiras, wenn die ganze Sache schief geht, sind wir sowieso alle tot. Wenn die Sache auch nur ein bisschen schief geht, sind wir alle tot. Das ist das Problem. Aber, meine Herren, wo wir jetzt hier schon sind, und wie jetzt wird jetzt der Sold ausgezahlt, denn ich würde gerne einiges davon in die örtlichen Tempel tragen. Vielleicht möchte mich ja jemand begleiten. Ja. Was soll ich euch führen? Gehen wir zur Bank. Wir müssen dort auch die Sölder
besprechen, ja. Okay, dann einmal von oben nach unten. A, einmal, wie viel Geld wird an jeden ausgezahlt und dann, was macht er damit und was macht ihr mit dem restlichen Geld, was übrig bleibt? Einmal, Jalan, wie viel wird ausbezahlt an die Mannschaft? 200 pro Person. Also an diejenigen, die gerade Helden sind. Abelmir, 200 Dukaten, was tust du? Ich wollte eine These erwerben, und zwar auf Applicatus in der Dracheneierakademie. Was wir vorher besprochen hatten, für 150 Dukaten, glaube ich. Des Weiteren muss ich noch die Kleidung bezahlen. Das macht auch nochmal, glaube ich, 10, 20 Dukaten. Also glaub, 8 Dukaten übrig, habe ich ausgerechnet. In etwa. Von den 200. Ja. Das war's? Das war's, ja. Okay. Eldan. Was tust du mit 200 Dukaten? Okay, wie im Forum besprochen, lass mich kurz nachgucken. Ich kaufe mir 3 verschiedene Roben von verschiedenen Qualitäten. Kaufe mir eine Robe aus Taft für 60 Dukaten, eine Magierrobe aus Seide für 24 Dukaten und eine ganz normale Stoffrobe aus 8 Dukaten. Und dann gehe ich spenden 50 Dukaten an die Prioskirche, 20 an die Effertkirche, 10 an die Boronkirche, 10 an die Hesindekirche und 10 an die Ronra-Kirche. Und dann habe ich es rausgeballert. Okay. Kiaras, 200 Dukaten. Ich ziehe los und kaufe mir Wein, Raschschulzwaller. 8 Flaschen für eine Dukate. Ich kaufe mir Zigarren für 2 Dukaten. Ich kaufe mir Tee für 2 Dukaten. Ich besuche den Raya-Tempel, um mich ein wenig zu entspannen und spende dort wieder 5 Dukaten. Ich kaufe mir Munition für eine Waffe, die ich in unserem Schiff gefunden habe. Und mit der ich üben möchte. Eine Arbalette. Und ich lege 100 Dukaten zur Seite für meine Schulden. Für deine Schulden, alles klar. Kannst du direkt dann auch abstreichen, das Geld wirst du nie wiedersehen. Streichst du dir dann von den, was sind 2000 Dukaten Schulden? Ich habe 1900 Dukaten Schulden. Ich überlege nur gerade, wie ich das... Kann ich das einfach bei der Nordlandbank hier machen? Ja, oder klar. Muss ich das... Al-Anfa hat hier, in Kunchum okay. Hat hier natürlich auch Vertreter. Und dann kannst du das hier eben auch deiner Familie irgendwie übergeben. Beziehungsweise ja, ich lasse mir dann ein Rezept geben, das will ich dann gleich mit einem Brief zurück nach Hause schicken, denn ich möchte auch noch, solange wir in Kunstjungen sind, Briefe zurück nach Al-Anfa verschicken lassen. Na klar. Und Jalan, 200 Dukaten. Und ich muss natürlich meinen geborstenen Schild ersetzen. Dann werde ich, wie es sich gehört, meinen Tempelzehnt abführen, und die Hälfte davon, 10 Dukaten, an Spenden das Thebonita-Kloster. Die anderen, wie es sich gehört, an die Prioskirche. Dann werde ich ein wenig Kleingeld aufwenden, das sind so um den Dreh 15 Dukaten, glaube ich, um das Pferd rittfähig zu machen, also Hufeisen, Striegel, Zaumzeug und so weiter und so fort. Und der Löwenanteil, nämlich 149 Dukaten, geht dafür drauf, bei der Drachenei-Akademie ein Artefakt zu kommissionieren, das mir ein wenig Widerstandsfähigkeit im Kampf verleiht. Ein armer Trotz. Und während ihr gerade von dem kleinen Ömer durch die Stadt geführt wird, sodass dann hier nach und nach ein Haufen an Geld dann verschleudert wird für die verschiedensten Sachen, schauen wir nochmal, was Ahmad tut. Denn jetzt gerade vor dir stehen 2 Wachmänner, sind so rangetreten und schauen dich an. Du hast so ein dreckiges Laken bekommen, dass du nicht mehr ganz nackt in der Zelle bist und betrachten dich. Bist du wieder bei Verstand? Ich bin wieder bei Verstand, ja. Ich sollte nie wieder Rauschgurken essen. Ja, Maraskanern sollte man sowieso nicht trauen. Ja, aber ihr habt dort hinten einen Djinn weggesperrt. Wollt ihr euch wirklich seinen Zorn auf euch ziehen? Es ist nur ein halber Djinn, aber... Ja, den einen oder anderen Seemann, den trifft man hier auch. Gerade wenn sie aus dem Norden oder sowas kommen, dann ist da auch der ein oder andere Halbdjinn dabei. Bin nicht sicher, ob ich... Ach egal, es geht um Wichtigeres. Wer bist du? Mein Name ist Ahmad. Ahmad Khada al-Bakra ibn Nasruddin. Okay, das ist jetzt der Titel, aber wer bist du? Nun, wie ich bereits sagte, ich bin Ahmad, ein Rondra-Geweihter. Bist du wirklich? Nicht wirklich. Potro, stimmt das? Hi, er ist Rondrianer. Fährt bei uns mit, Mann.
Alles klar. Ja, Potro, du bleibst noch eine Nacht hier. Wenn du dich schlägst in der Taverne, dann, du weißt ja, du kennst das Spiel, aber... Ah, gut, dann... Wenn du sagst, das ist ein Rondrianer, dann lassen wir ihn mal raus. Ah, verzeiht euer Gnaden, aber ihr müsst verstehen, dass wir, naja, so nackte, seltsame Personen dann auch wegsperren. Kann ja nicht sein, dass ihr dann die Frauen bei uns belästigt. Keine Sorge, ich hätte dasselbe getan. Ich weiß nicht, wo kommt ihr her? Klingt so ein bisschen vom Akzent ein bisschen nach Fasar, kann das sein? Richtig, ich komme aus Fasar. Macht man das da, wo ihr herkommt? Nein, wie gesagt, ich habe von den Maraskanern etwas angenommen, was ich nicht hätte annehmen sollen. Ein Geschenk, weil sie mich als ihren Helden feiern. Wir müssen, ich habe eine Dämonenarche, naja, eher den Kapitän einer Dämonenarche vernichtet. Ja, na klar. Habe ich auch. Vor 2 Tagen erst. Ne, dann kommt mal raus, euer Gnaden. Tut mir leid, dass wir euch weggesperrt haben und ihr solltet den Maraskanern nicht trauen. Wenn ihr euch als Held feiern, dann vergiftet sie euch trotzdem. Wir arbeiten gerne mit Gift. Ja, dann Feuersturmtempel, sollen wir euch da hinbringen oder könnt ihr das alleine? Ich würde mir gerne noch einmal diese beiden Leute dort hinten ansehen. Natürlich, euer Gnaden. Ja, dann Achmat dorthin laufen mit so viel Würde, wie es mit diesem dreckigen Laken möglich ist. Die haben sich mit Potro gekeilt. Potro fällt immer mal wieder auf. Bewegen die sich noch? Dynar ist sogar noch schlimmer gewesen, aber der ist seit einiger Zeit nicht mehr hier in Kunchum. Sie sind ohnmächtig, haben wir beide niederschlagen müssen. Wie gesagt, war eine Schlägerei in der Taverne. Hier im Sold und Säbel direkt nebenan. Haben wohl gebrochene Arme und Beine und, hat auch irgendwie mal beim Schädel was geknackt, keine Ahnung. Haben die nur reingeschmissen, Mann. Harte Punkte? Ja, also du kannst, wenn du auf die Zeichen achtest, weil du genau weißt, wonach du suchst, kannst du sie wohl erfinden. Jetzt gerade im Schatten ein bisschen schwer, aber wenn du jetzt ein bisschen genauer hinguckst, kannst du sie wohl auch erkennen. So leicht schwarze, fleckige Haut. Die Weile müsst ihr vor deine Tebonito-Orden. Ansonsten habt ihr euch mit der schwarzen Wut angesteckt. Ihr müsst dort mit der Priesterin reden. Sie wird euch erklären, was ihr zu tun habt. Basiert hier in Kutschom gerade eine Krankheit. Eine sehr ansteckende Krankheit, die das hier, man deutet auf die beiden Bewusstlosen mit gebrochenen Beinen und Armen, aus euch macht. Ja, also ich fühle mich gut. Aber nicht mehr lange. Wenn ihr das sagt, euer Gnaden, dann machen wir das. Dann gehen wir zum Spieß und wenn er uns freigibt, dann... Im Notfall rede ich mit ihm. Ihr müsst sofort dorthin. Okay. Gut. Wo ist dieser Spieß? Vorne am Tresen. Kommt mal mit. Alles klar. Ja. Dann gehe ich in einer dreckigen Kleidung so würdevoll wie möglich dahin. Ja, Potro lässt du zurück, genauso wie die beiden anderen Bewusstlosen. Du kannst die Situation kurz erklären. Der Spieß wird dann auch, wenn du es anrätst, von der schwarzen Wut weiß er nichts, kennt er nicht, aber wenn du sagst, die beiden anderen sind krank oder haben sich angesteckt, dann wird er den beiden auch freigeben und... Ich werde übrigens auch noch, weil es mir gerade auffällt, Potro natürlich auch mitnehmen lassen. Er hat sich wahrscheinlich auch angestreckt. Ja, tut mir leid, euer Gnaden. Potro ist ein gewalttätiger Mann. Den kann ich erst morgen früh wieder rauslassen. Ich kann nicht, dass dieser Mann stirbt. Wenn ihr diese Krankheit in ihm weiter wachsen lasst, wird er in 3 Tagen ein noch viel gewalttätigerer Mann sein. Dann wird diese Seuche weiter um sich greifen. Aber ihr kennt ihn, ja? Das ist ein Freund von euch. Sagt ihr das jetzt nicht nur um... Er ist ein... Es hört sich jetzt so an, als ob ihr für euren Freund ist zu wirkt. Viel, aber ich kenne ihn. Er ist auf jeden Fall ein Mann, der sich gerne prügelt, aber er ist ein Mann, der... Wenn er weiß, dass er Probleme gemacht hat, bessert er sich. Oh, mein Bauch! Kannst du ihn doch von hinten hören. Vor allem, wenn er so klein geprügelt worden ist, wie er es gerade ist, rufe ich dann mal nach hinten. Würfel mal überreden. Erleichtert um 3. Er macht keinen Ärger mehr, rufe ich zu ihm hin, damit du klar ist, dass ich ihn gerade rausboxe. Überreden, erleichtert um 3. Das ist dann wenigstens machbar. Immerhin hast du was von einer hochansteckenden Krankheit gesagt. Ah, easy. Ah, gut. Ich werde mal nicht so sein. Wie gesagt, dann lasst Potro auch frei, soll er sich euch anschließen. Wenn er Stress macht, dann stoßt ihn ins Hafenbecken oder sowas und am besten hängt ihn noch irgendwie eine schwere Kette dran oder so. Nach einer Minute kommt Potro immer noch sich den Bauch halten raus, so ein bisschen humpelnd, hinkend.
Und damit können die drei dann in die Richtung des Tempels gehen. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich sie begleite, aber nö, ich gehe direkt zum Donnersturm-Tempel. Ich brauche meine vernünftige Kleidung. Feuersturm, Entschuldigung. Ja, Gassenwissenprobe, wenn du alleine rumläufst. Ich mache das so, wie ich das in Fasar auch immer gemacht habe. Hilal ist nicht da, obwohl ist Hilal da? Hilal nee. Ist nicht da, nein. Schade. Geh zum nächsten Bettler. Sag mal, weißt du, wo der Feuersturm-Tempel ist? Er schaut dich an, mustert dich von oben nach unten, schüttelt beim Kopf. Geh weg, Mann, du vertreibst die Kundschaft. Du Mann, ich bin ein Kunde. Du bist ein Kunde? Ja. Dann gib mir mal... Ich bezahlen, sobald wir beim Feuersturm-Tempel sind. Aha. Ist klar. Alles klar. Ja, er sieht nicht ganz überzeugt aus und kannst du nochmal eine Muskeln anspanne und ihn ein wenig grimmig mustere. Los jetzt. Gut. Dann bringt er dich zum Feuersturmtempel. Du kannst da dir dann die Situation erklären lassen, kannst auch den Bettler dann ausbezahlen, bekommst eine neue Robe. Es dauert natürlich alles ziemlich lange. Die Ingrim-Geweihten lachen dich aus, während die Ronda-Geweihten natürlich Verständnis für deine Situation haben, aber dadurch, dass Ingrim auch hier in diesem Haus ist, die werden dich schallend auslachen, während sie da an ihrer Schmiede stehen und irgendwelche Schwerter machen. Und natürlich das dann auch hören. Ja, aber nach einer Stunde bist du dann auch wieder abreisebereit. Ja, während ich da meinen Wappenrock und so weiter bekomme, würde ich natürlich auch die Gemeinschaft, solange ich, sobald ich da diese Ingrim-Geweihten irgendwie zu Schweigen gebracht habe, indem ich halt mal ganz laut gerufen habe, halt die Fresse jetzt oder sowas, dann das halt als Ronda-Geweihter tut, der gerade von einer Ingrim-Geweihtenschaft ausgelacht wird. Würde ich den Ronda-Geweihten auf jeden Fall über die Krankheit in der Stadt Bescheid geben. Und dass da wohl gerade eine Krankheit rumgrassiert und man das vielleicht nicht unbedingt an die große Glocke hängen sollte, aber zumindest alle wichtigen Leute darüber informieren sollte. Okay. Danach willst du wieder zurück ins Kontor? Überleg gerade. Steht der Bettler da noch irgendwo? Der Bettler ist gegangen, hat dann irgendwie eine kupferne Münze bekommen und schnipst die jetzt hin und her und geht damit die Straße wieder runter. Und ja, wenn du willst, kannst du ihm nochmal hinterherlaufen, aber ansonsten ist der weg. Lauf doch kein Bettler hinterher. Bitten. Ja, ich guck mal, ob ich das mal als Kranzviertel alleine finde. Gassenwissenprobe. Hast du eine Ortskenntnis gekauft? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gassenwissen. Brauchst du eine neue Rauschgurke, oder wie? Ich brauche eine neue Rauschgurke, aber heute nicht. Ja, bleibst du ein bisschen an der Magierakademie stehen und während du dir so gerade die Ritter das immer während des Kampfes ansiehst, einige davon hattest du ja schon auf dem Schiff, die sind dann allerdings auch jämmerlich in Boran zurückgeblieben, kannst du wohl gerade erkennen, wie, da kommt wohl gerade ein Magier raus, nickt irgendwem zu. Wer ist das denn? Sieht bekannt aus. Sieht so ein bisschen aus wie Abelmir. Eldan, Yardan, Kiaras, Ömer, alle sind dabei. Haben wohl gerade sich was eingesteckt. Yardan schiebt sich gerade ein hölzernes Amulett unter die Robe, die ja relativ weiß noch aussieht. Seine eigene hat er noch nicht bekommen, aber... Ja, dann wird man auf die zugelaufen und... Ja. Ronda zum Gruße, da seid ihr ja. Ich hab ja schon überall gesucht. Ach Gott. Euer Gnaden. Seid ihr wieder bei Verstand? Ich bin wieder bei Verstand, ja. Was auch immer das für eine Gurke war, ich sollte sie nicht noch einmal essen. Die ist vielleicht empfehlend wert. Vielleicht sollte man gar nichts essen, das auf dem Wilhelmer Index steht. In was? Nicht so wichtig. Vielleicht sollt ihr nur Sachen in den Mund nehmen, von denen ihr wisst, wo sie herkommen. Nun, ich bin einer kleinen Überraschung nie abgeneigt. Sonst würde man ja nie die kulinarischen Köstlichkeiten der anderen Länder kennenlernen können. Schade, aber für Verstand. Könnte ich jetzt so viel sagen, aber ich lasse es lieber. Es macht keinen guten Eindruck.